Nun widmen wir uns der Fußzeile. Am einfachsten gelangst du zu ihr, indem du einen Doppelklick in den unteren Blattrand machst. Und hier kannst du direkt reinschreiben. Bei der Fußzeile ist das Prinzip, dass die sich eben auf jeder Seite wiederholt. Du kannst also nicht auf jeder Seite einen anderen Text eingeben, mindestens nicht ohne weiteres. Hier unten soll der Name des Autors stehen. Mit einem Tabulatorschlag springen wir in die Mitte. Hier soll der Titel stehen. Und zu guter Letzt die Seitenzahl. Und wie gesagt, da können wir jetzt nicht einfach die Zahl reinschreiben, sondern das wählen wir als automatische Funktion, als Platzhalter. Wenn wir hier in den Reiter Kopf- und Fußzeilen reinklicken, so wählst du Seitenzahlen einfügen. Und du siehst, wenn wir jetzt uns zur nächsten Seite bewegen, dass automatisch durchnummeriert wird. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen komisch aussehen, wenn einmal die Seitenzahl beim der Innenseite beim Buntsteg ist und einmal in der äußeren Ecke. Deshalb wählen wir hier unterschiedliche gerade und ungerade Seiten. Die erste Seite haben wir nun definiert und hier müssen wir dasselbe nochmals wiederholen. Und diesmal ist jetzt die Seitenzahl auf der linken Seite, das heißt auf der äußeren Seite. In der Mitte wiederum Abschlussarbeit und dann auf der Innenseite der Autor. Das machen wir noch fett mit Befehl B und damit es nicht so dominant wirkt, wählen wir als Schriftfarbe ein mittleres Grau. Wenn wir zurückklicken, sieht das sehr blass aus. Keine Angst, das wird dann schon satt gedruckt. Das ist, dass es eben nicht vom Inhalt ablenkt. Noch eine letzte Bemerkung zur Fußzeile bzw. zur Seitennummerierung. Nehmen wir an, du willst als erste Seite ein Titelblatt, dann würde das ja komisch aussehen, wenn auch hier eine Fußzeile darunter ist, schon fertig nummeriert. In diesem Fall wählt man unter Kopf- und Fußzeile erste Seite anders. Und du siehst, jetzt verschwindet diese Fußzeile. Du könntest auch irgendetwas beliebiges anderes reinschreiben und es beginnt erst auf der darauf folgenden Seite mitzählen. Allerdings wird natürlich das Titelblatt trotzdem als Seite gezählt und diese erste Inhaltsseite wäre dann Seite 2. Das ist auch wieder ein bisschen merkwürdig. In diesem Fall, und das ist jetzt ein bisschen versteckt, gehst du auf Dokumentelemente, Seitennummer und hier kannst du unter Format auswählen, beginnen bei 0. Und jetzt siehst du, dass eben die erste Inhaltsseite eben Seite 1 ist. Und die allererste Seite, also unser Titelblatt, wäre dann Seite 0, aber eben durch das, dass wir eben die Fußzeile ausblenden oder gar nicht formatiert haben, bleibt diese leer. Jetzt musst du das aber unbedingt wieder rückgängig machen mit Befehl Z, damit hier also wieder die ursprüngliche Fußzeile drin ist.